Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu NZZ-Standpunkte. Inmitten einer von realen und herbeigeredeten Krisen geschüttelten Welt behauptet die Schweiz ihren Platz als Hort politischer Stabilität und wirtschaftlicher Prosperität. Es gehört zum schweizerischen Selbstverständnis, Probleme frühzeitig zu erkennen, offen zu benennen und pragmatisch zu lösen. Allerdings macht uns der Erfolg zunehmend träge. Es fehlt an Wachsamkeit und an Willenskraft. Die Schweiz steht mitten im Globalisierungswettlauf. Gleichzeitig ist sie mit den Problemen einer alternden Wohlstandsgesellschaft konfrontiert. Welche sind die Stärken der Schweiz und wie kann sie diese bewahren? Wo liegen die Reformgroßbaustellen in diesem Kleinstaat? Und was unternimmt die Schweiz im Hinblick auf die gesellschaftlichen Probleme der Zukunft? Über diese Fragen sprechen wir heute mit der St. Galler Volkswirtschaftsprofessorin Monika Büttler. Herzlich willkommen, Frau Büttler. Herzlichen Dank für die Einladung. Monika Büttler, wir haben es schon gehört, seit der Finanzkrise scheint die Welt irgendwie nicht mehr richtig zur Ruhe zu kommen. Wir hatten die Wirtschaftskrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, Flüchtlingskrise. Heute diskutiert Europa den Brexit, in Amerika regiert Präsident Trump. Und trotz alledem geht es der Schweiz verhältnismäßig gut. Warum ist das so? Man kann nicht einfach zwei oder drei kleine Gründe oder große Gründe nennen. Es geht der Schweiz aus verschiedenen Gründen gut. Wenn ich jetzt zwei oder drei nennen müsste, dann wäre es sicher die Offenheit der Grenzen gegenüber Gütern, gegenüber Dienstleistungen, aber auch gegenüber Personen. Und das gekoppelt zweitens mit einem Ausgleich im Inland. Also wir schaffen es irgendwo, im Gegensatz zu anderen Ländern, diese Globalisierungsänderungen relativ gut abzufangen. Sie haben es schon gesagt, die Exportorientierung der Schweiz ist ein großer Vorteil, die Offenheit. Aber ist es auch ein Nachteil? Ja, die Offenheit hat immer Vor- und Nachteile. Das geht schon zurück auf David Ricardo mit seiner Handelstheorie. Es gibt immer mit der Öffnung gibt es Verlierer im Inland, die in weniger produktiven Branchen tätig sind. Gleichzeitig erlaubt es aber auch die Gewinne aus der Globalisierung, erlauben es auch, dass die Verlierer kompensiert werden. Und die Schweiz schafft es erstens, viel weniger Verlierer zu produzieren, weil die Bevölkerung besser ausgebildet ist und zweitens diese auch angemessen zu entschädigen. Und wenn man das vergleicht mit anderen Ländern, dann sind es insbesondere die beiden zweiten Punkte, eben der Ausgleich, aber auch die Bildung, die dazu beitragen, dass in der Schweiz das das Einkommensgefälle durch die Globalisierung nicht größer geworden ist. Aber wir haben doch in vielen Kreisen ein Gefühl, dass Globalisierung eigentlich für Sie nur Nachteile hat, eben Arbeitsplatzbedrohung etc. Sagen Sie jetzt, gesamthaft gesehen ist das Unsinn und auch im Besonderen ist die Schweiz besser als alle anderen in der Lage, mit der Globalisierung umzugehen? Also ich würde nicht sagen, besser als alle anderen. Es gibt viele andere Länder, die das auch relativ gut auf die Reihe bringen. Viele europäische Länder schaffen den Ausgleich auch relativ gut. Aber wir schaffen es tatsächlich, diejenigen, die nicht so gut ausgebildet sind, partizipativ am Arbeitsmarkt zu behalten und nicht einfach in die Sozialhilfe abzuschieben. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Element auch des Ausgleiches, dass eben nicht einfach nur monetär ausgeglichen wird, dass mit Sozialleistungen, sondern dass auch Möglichkeiten geschaffen werden, sich am Wirtschaftsleben zu beteiligen. Wenn ich jetzt vergleiche beispielsweise mit England oder Frankreich, da ist monetär der Ausgleich für die Globalisierungsänderungen fast gleich gut wie in der Schweiz. Aber es sind ein viel größerer Teil der Bevölkerung ist nicht mehr aktiv. Und das schafft die Widerstände. Jetzt müssen Sie aber noch sagen, was konkret macht die Schweiz, dass die Bevölkerung in einem höheren Maß im Erwerbsleben aktiv ist? Ich glaube, das erste Element ist die Bildung.
dass eben auch diejenigen, die nicht in der Schule mit 6er und 5er heimkommen, letztlich eine gute Chance haben auf eine gute Bildung mit einer Lehre oder mit einer Anlehre. Und das Zweite ist schon auch, dass die Anreize so gesetzt sind, dass sich in der Regel Arbeit lohnt. Wenn wir gerade jetzt zur Bildung gehen, wie Sie das angesprochen haben, Sie beschäftigen sich ja intensiv damit, auch weil Sie Mutter zweier Söhne sind, die durch dieses System im Moment durchlaufen. Und Sie haben jetzt gerade herausgehoben, dass diese Flexibilität innerhalb des Bildungssystems ja ganz wichtig ist. Das ist ja eine der wichtigen Entwicklungen in den letzten Jahren. Und gleichzeitig sind Sie ja aber auch, wenn ich einige Ihrer Artikel in Erinnerung habe, auch kritisch darüber, dass es Sinn macht, zuerst in einen Weg einzuschlagen und dann in den anderen zu wechseln. Also sprich, in die Berufslehre zu gehen und dann doch in den akademischen Weg einzuschlagen. Also wenn ich vielleicht noch einmal zurückgehen darf zur vorhergehenden Frage. Ein Teil dieser Unsicherheit, größeren Unsicherheit am Arbeitsmarkt hat nicht nur zu tun mit der Globalisierung, sondern natürlich auch mit der Digitalisierung. Und ich glaube, diese beiden Elemente sind wichtig, um auch die Bildung wirklich anzuschauen. Die duale Bildung ist in der Schweiz ist ein ganz wichtiger Pfeiler des Erfolgs. Aber es darf nicht einfach eine heilige Kuh werden, dass man an bestehenden Systemen einfach so beibehält, wie es jetzt ist, sondern das muss kontinuierlich entwickelt werden. Und wir haben bisher relativ viel Flexibilität von der Lehre, Fachhochschule in die akademische Bildung, aber immer noch relativ wenig Flexibilität zurück. Und ich denke, das müsste in beide Richtungen offener sein. Und ich denke aber auch, oder ich bin eigentlich ziemlich sicher, dass aufgrund dieser zusätzlichen Anforderungen der Digitalisierung es wichtiger sein wird, mehr noch auch in die schulischen Fächer zu investieren. Programmieren zum Beispiel, Statistik, Datenanalyse. Und man das einfach nicht vergessen darf. Es braucht selbstverständlich die praktischen Berufe, aber es sind auch diejenigen, die teilweise am ersten verschwinden werden. Wir brauchen einen ständigen Angleichung dieser beruflichen und akademischen Bildung an die Herausforderungen der Zukunft. Was heißt das konkret? Leute, die an der Uni sind, sollten an die Fachhochschule und dort technische Ausbildungen absolvieren, um im digitalisierten Arbeitsmarkt sozusagen eine Chance zu haben? Nein, Berufsbildung heißt ja nicht nur technische Berufe, heißt nicht nur handwerkliche Berufe. Aber wir haben heute fast keine Leute, die nach der Matura Richtung Berufsbildung gehen. Es gehen fast alle in die akademische Bildung. Und wenn wir wirklich von einem durchlässigen System reden möchten, dann müsste dieser Durchgang in beide Seiten sein. Aber so oder so finde ich, eben auch für diejenigen, die eine Lehre machen, müsste der schulische Anteil, insbesondere mit Fächern, allgemeinbildenden, Programmieren, aber auch Sprachen, noch angereichert werden. Weil die Zukunft verlangt das von den meisten Berufen und nicht nur das handwerkliche Geschick. Sie haben die duale Ausbildung als eine heilige Kuh bezeichnet. Heißt das, Sie finden, dass es mehr Maturanten in der Schweiz bräuchte? Wenn Sie eine ganz kurze Meinung von mir möchten wissen, ja. Ich finde, wir haben tendenziell nicht zu viele Maturanten, eher ein bisschen zu wenig. Da bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch die längere Antwort. Also die längere Antwort heißt, wir bewegen uns ja mit 12-30% international wirklich an der unteren Grenze der akademischen Ausbildung, Maturantenquote. In einigen Kantonen ist diese Quote unter 15%. Sie ist auch unter 15% in gewissen Kantonen für die Knaben. Zum Beispiel Kanton Zürich. Kanton Zürich sind die Knaben mit 15% an den Maturanten. Haben nur 15% der Knaben eine Matura. Und ich denke, das genügt einfach nicht, um diejenigen Jobs abzudecken, die in der Digitalisierung gefragt werden. Wir sehen ja bereits, dass uns diese Berufe fehlen. Wir importieren sehr viele Leute. Firmen verlagern teilweise interessante Jobs ins Ausland, weil im Inland diese Leute fehlen. Man könnte auf zwei Arten reagieren. Man kann entweder Leute importieren oder aber eben die ganze Produktion, besser gesagt, das Denken verlagern ins Ausland. Und beides ist ja nicht so populär momentan.
Ich denke aber auch, dass wir in dieser akademischen Bildung auch mehr Chancen geben müssten, den, insbesondere auch den Knaben, die vielleicht nicht so gut in Sprachen sind, aber mathematisch, technisch begabt, die fallen oft eben durchs Raster heute. Das sind aber diejenigen, die wir brauchen. Braucht es eine spezielle Förderung für die Knaben? Es hieß immer früher, die Mädchen bräuchten eine Förderung. Sind es eigentlich die Buben? Ich würde das weniger aufs Geschlecht reduzieren. Es sind einfach die mathematisch-technisch begabten Kinder, die es mit dem heutigen Matura-System deutlich schwieriger haben, die akademische Reife zu erreichen. Das sind auch viele Mädchen. Aber ich denke, es braucht eine Möglichkeit, auch für diejenigen wirklich zur Matura zu gelangen und nicht nur auf dem zweiten Bildungsweg. Fühlen Sie sich da ein bisschen als die Ruferin in der Wüste? Denn es vergeht ja eigentlich keine Festrede in der Schweiz, in der nicht gesagt wird, dass die duale Bildung genau so, wie sie ist, richtig ist und wir eigentlich nicht mehr Maturanten wollen. Ich bin nicht die Einzige. Ich denke, es gibt viele Leute, die sich heute fast nicht mehr getrauen zu sagen. Man wird fast schon geteert und gefedert, wenn man mehr Maturanten verlangt. Das geht irgendwie gegen das, was wir heute als richtig wahrnehmen. Was die richtige Zahl ist, weiß ich nicht. Was wir schauen müssen, ist auch, dass wir diejenigen, die wirklich sich weiterbilden möchten, nicht vergraulen während der Mittelschule. Sie haben ja einen sehr interessanten Zusammenhang dargestellt. Ich meine, Sie sind ja ausgegangen von der Digitalisierung und du hast vorher die Festreden angesprochen. Ich meine, es vergeht auch kein Tag, an dem nicht irgendwo eine Tagung zum Thema Digitalisierung stattfindet. Es ist irgendwo zwischen Verheißung und Verderbung dieses Thema. Und Sie haben jetzt den Zusammenhang hergestellt. Eigentlich brauchen wir genau diese jungen Leute, diese technisch begabten, technisch interessierten jungen Leute in dieser digitalisierten Arbeitswelt. Der öffentliche Diskurs ist aber ein ganz anderer, nämlich die Digitalisierung wird uns Arbeitsplätze kosten. Sie werden gar nicht mehr da sein. Das heißt, Sie haben da eine dezidiert andere Position. Ob uns die Digitalisierung Arbeitsplätze kostet, das wissen wir schlicht und einfach nicht. Die Erfahrungen früherer technologischen Entwicklungen machen mich eigentlich eher optimistisch, dass diese Jobs eben nicht verschwinden werden, sondern einfach umgewidmet werden. Wir haben in jeder technologischen Revolution zwei Sachen erlebt. Das eine ist durchaus schmerzhafte Anpassung an die neuen Strukturen. Und das zweite ist auch eine Anpassung der Arbeitszeit. So seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts ist die durchschnittliche Arbeitszeit auf etwa die Hälfte gesunken. Und es kann gut sein, dass wir in der Zukunft durchschnittlich eben noch weniger arbeiten. Aber dass diese Jobs einfach verschwinden, das sehe ich als unwahrscheinlich an, weil immer noch auch der Faktor Mensch erstens wichtig ist und es zweitens eine gewisse Grenze gibt, wo dann der Mensch tatsächlich eben günstiger, besser ist als in diesem speziellen Fall, die Maschine. Das Interessante ist ja, eben wir befürchten einerseits, dass die Jobs verloren gehen. Auf der anderen Seite machen wir uns Sorgen, dass wir zu viel Zuwanderung haben. Gleichzeitig brauchen wir Leute, um genau solche spezifischen Jobs wieder zu besetzen. Und drittens, um noch das dritte Thema hinzuzunehmen, machen wir uns Sorgen, dass wir mit der alternden Gesellschaft Arbeitskräfte verlieren. Also irgendwo werden ja da Themen parallel diskutiert, die vermutlich irgendwo miteinander zusammenhängen. Also die Frage ist ja, woher kommen unsere Arbeitskräfte der Zukunft und wofür werden wir die brauchen? Auch in der Zukunft wird ein Teil der Arbeitskräfte aus dem Ausland stammen. Genauso wie ein Teil der Schweizer ins Ausland geht. Es ist eine Tendenz an reifen Volkswirtschaften, dass sie nicht unbedingt das ausbilden, was sie am dringendsten brauchen, sondern was die Leute auch machen möchten. Und je reicher ein Land ist, desto mehr Arbeiten werden tendenziell eben auch ausgelagert oder durch Gastarbeiter oder Fremdarbeiter, also Ausländer aus dem Inland kommen, ersetzt. Wir haben in der Schweiz aus verschiedenen Gründen relativ wenig Affinität zu technischen Berufen, die jetzt besonders gefragt sind. Eines ist wirklich, glaube ich, der Weg
an die Universität, an die ETH, aber das zweite ist wahrscheinlich auch eine gewisse Präferenz. Und ich nehme nicht an, dass in der Zukunft wir keine Spezialisten aus dem Ausland brauchen werden. Und gleichzeitig, ich möchte das wirklich auch sagen, die Schweiz war immer auch ein Auswanderungsland. Also die Schweizer und Schweizerinnen haben die Möglichkeiten, die sich ihnen geboten haben im Ausland, immer sehr stark wahrgenommen. Und es gab Zeiten, wo die Schweiz mehr Leute exportiert hat, sozusagen, als Frankreich, das 6-7-mal größer ist. Sie sind ein wenig so wirklich das Gegenmodell zur grassierenden Aufregung, indem Sie sagen, es wird auch weiterhin Menschen geben, die arbeiten. Wir werden auch weiterhin Migration haben. Es wird sehr vieles identisch sein. Aber wenn man so die Studien liest, dann findet man ganz viele, die bis auf die Stelle nach dem Komma berechnen können, wie viel Prozent der Arbeitskräfte wegfallen werden durch Digitalisierung. Jeder zweite Arbeitsplatz, heißt es da, im Bürowesen sogar bis zu 80%. Sind diese Berechnungen alles Unsinn oder haben die einen wahren Kern? Die meisten haben einen wahren Kern, dass sie die Tendenz aufzeichnen in einem bestimmten Bereich. Aber wenn Sie die Büroberufe anschauen, vielleicht verschwinden 50%, vielleicht verschwinden 80%, vielleicht verschwinden auch nur 20%. Aber es ist ja nicht so, dass diese Arbeitskräfte oder diese Arbeitsplätze einfach verschwinden. Es werden andere Arbeitsplätze entstehen, die in Bereichen entstehen, die wir uns gar nicht vorstellen können. Genau wie es schon bei der Einführung des Computers Arbeitsplätze gab, die wir uns in den 80er Jahren noch nicht haben vorstellen können. Und ich denke, dass genau diese Anpassungsfähigkeit auch den Menschen, auch der Wirtschaft dazu führen wird, dass wir einen ganz großen Teil der Arbeitsplätze behalten werden. Vielleicht kann sich die Wirtschaft anpassen, aber können sich die einzelnen Menschen anpassen? Hilft das jemandem wirklich, der dann seinen Arbeitsplatz nach 20, 25 Jahren in einem Büroberuf verliert, dass in irgendeinem ganz anderen Bereich durch Digitalisierung etwas Neues entsteht? Der hat dann einfach keinen Job mehr und keine Qualifizierung für das Neue. Also ich möchte hier auch nicht beschönigen. Es gab auch in früheren technologischen Revolutionen natürlich immer Berufsbereiche, die einfach ganz verschwunden sind und wo die Leute nicht einfach sich haben umschulen lassen. Die Kutscher, die Heizer beispielsweise bei der industriellen Revolution, die Handweber noch früher zurück, dann die Datatypistinnen bei der Einführung der Computer, all das, die sind verschwunden. Ein Teil dieser Leute wird eine neue Beschäftigung finden, ein Teil nicht. Und es ist wichtig, dass wir uns um die kümmern, die eben keine neue Beschäftigung finden und die auch irgendwo, zu alt ist das falsche Wort, aber auch nicht mehr genügend anpassungsfähig sind, wirklich etwas Neues zu erlernen. Wie müssen wir uns um die kümmern? Wir müssen uns um die kümmern mit den Sozialversicherungen, die wir bisher schon gemacht haben. Wir haben Arbeitslosenversicherung, wir haben Sozialhilfe. Es wäre Zeit, darüber nachzudenken, wie man die Sozialhilfe eben anders gestalten würde. Die ist ja heute nicht altersabhängig. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ein 20-Jähriger hat ganz andere Möglichkeiten als ein 55-Jähriger. Aber im bestehenden System denke ich, dass wir das auffangen können. Das heißt, der Junge sollte weniger Unterstützung erhalten und der Ältere dann deutlich mehr? Das ist die eine Komponente, die Höhe der Unterstützung. Und das zweite ist auch die Forderungen, die damit verbunden sind. Man kann von einem 20-Jährigen mehr verlangen, als dass man von einem 55-Jährigen verlangen will und verlangen kann. Die Arbeitslosenversicherung hat ja diese Differenzierung zum Teil schon umgesetzt. Also müssten eigentlich die anderen Sozialsysteme nachziehen und ausdifferenzieren. Also diese Ausdifferenzierung ist wichtig. Und warum findet sie nicht statt? Ich denke schon, dass sie irgendwann mal stattfinden wird. Der Leidensdruck ist einfach noch nicht so hoch. Wir reden zwar sehr viel über Arbeitslosigkeit im Alter, aber letztlich ist der Prozentsatz derjenigen, die über 55 keine Stelle finden, ist über die Zeit kaum gestiegen. Bisher sehen wir das in den Zahlen einfach noch nicht. Wir diskutieren es mehr, aber es hat vor allem damit zu tun, dass der Anteil der Bevölkerung über 55 oder über 50 sehr viel größer ist
und natürlich viel mehr Fälle dadurch entstehen. Wenn 3% von 2 Millionen das betrifft, ist das einfach mehr als 3% von 500.000. Ich glaube, man kann nicht über Schweizer Wirtschaft reden, ohne auf ein Thema zu kommen, und das ist die Frankenstärke und die damit verbundenen Probleme für die Wirtschaft. Kann man sagen, dass jetzt nach 2 Jahren die gröbsten Probleme überwunden sind? Also man müsste gerechterweise sagen, nach 50 Jahren. Oder nach 50 Jahren, weil die Schweiz ist seit Aufgabe der Bretton Woods-Verträge in einer dauernden Frankenkrise. Es geht ein bisschen auf und ab. Vor der Einführung des Euros war der Schweizer Franken relativ schwach und war dann nach einigen Jahren relativ schwach und hat sich jetzt verstärkt. Aber seit 1973 hat sich der Schweizer Franken real gegenüber dem US-Dollar um 100% aufgewertet. Also Sie kriegen heute mit einem realen Schweizer Franken doppelt so viel real in den USA wie noch 1973. Und damit ist auch dieser Kampf der Industrie, also der Exporteure gegen die Frankenstärke, ist kein neuer. Er war einfach in den letzten 2 Jahren relativ heftig, aber er war nicht neu. Und diese Frankenstärke hat natürlich immer zu Verlusten geführt. Auch nichts Neues. Sie hat dazu geführt, dass Arbeitsplätze ausgelagert wurden. Es hat dazu geführt, dass es ziemlich heftige Strukturbereinigungen gab, auch schon früher. Und dadurch sind die überlebenden Firmen waren dann auch im internationalen Wettbewerb sehr fit. Ich nehme nicht an, dass sich das gross ändern wird, solange der Preis für die Stabilität, den wir zahlen, ist der starke Franken. Und der starke Franken wirkt wieder zurück, dass es uns relativ gut geht, weil die Firmen ständig gezwungen sind, sich anzupassen. Und das wirkt auch wieder auf die Stabilität zurück. Also eigentlich sagen Sie, dieser Schweizer Franken, und das sagen ja viele aus der Wirtschaft selber auch, das tut den Schweizer Unternehmen gut. Sie sind sozusagen gezwungen, sich in diesem harten Wettbewerb zu messen. Auf der anderen Seite haben Sie das Stichwort relativ gebracht, was ja genau eigentlich ein wichtiger Punkt ist. Jetzt haben wir jüngere Zahlen, die zeigen, dass Deutschland die Schweiz in 3 Themen überholt. Nämlich Deutschland hat eine tiefere Arbeitslosigkeit. In Deutschland sind die Löhne schneller gewachsen als in der Schweiz und Deutschland verzeichnet ein höheres Wirtschaftswachstum als die Schweiz. Also für eine Schweiz, die erfolgsverwöhnt ist, die sich gewohnt ist, alle Rankings an der Spitze anzuführen, ist das doch ein irritierender Befund. Also ich würde gerne 2 Sachen dazu sagen. Das eine, das ist natürlich ein punktueller Vergleich. Und es ist sehr, sehr schwierig, über die Zeit wirklich zu schauen, welchem Land geht es jetzt besser. Es gab in den 90er Jahren mal eine Zeit, wo Avenir Suisse zum Beispiel und andere, auch der Bund, das SECO selber gesagt hat, die Schweiz sei dermaßen schlecht im Wachstum, dass wir in Kürze von Irland überholt würden. Und wenn man das jetzt zurückrechnet, seit 15 Jahren im Nachhinein anschaut, das war natürlich ein Unsinn. Weil man eben auch eine relativ kurze Periode angeschaut hat, wo Irland mit Nachholeffekt natürlich und beflügelt durch den Euro wirklich aufgeholt hat. Jetzt zurück zu Deutschland. Da kommt noch etwas Zweites dazu. Und das ist natürlich, dass die momentan genau das Gegenteil haben wie die Schweiz mit einem starken Franken und die haben einen schwachen Euro. Und eine schwache Währung ist kurzfristig nützt einer Volkswirtschaft immer, weil die kann günstig exportieren, profitiert davon. Das treibt dann aber auch die Löhne hoch. Da kommen wir zum 2. Faktor. Es ist nicht verwunderlich, dass die Löhne stärker steigen als in der Schweiz. Sie sind auch insgesamt niedriger, muss man sagen. Sie genau. Steigen von einem deutlich niedrigeren Niveau. Verwunderlich ist, dass es so lange gedauert hat. Das Gleiche mit den Preisen. Wenn man nach Deutschland geht, ist nicht erstaunlich, dass die Preise steigen, sondern dass sie so spät angefangen haben zu steigen. Und damit steigt natürlich auch das Wirtschaftswachstum. Worauf führen Sie diese lange Wartezeit oder diese Verzögerung zurück? Das ist eine schwierige Frage. Ich kann das wirklich schlecht beurteilen. Ein Teil davon war wirklich von der Finanzkrise, dass halt Zurückhaltung sogar der Gewerkschaften da war mit Lohnforderungen.
Und diese Sicherheit ist, höhere Sicherheit ist wieder zurückgekommen. Und das andere dürfte auch ein wenig geschichtlich begründet sein, dass Deutschland halt immer ein bisschen Angst hat auch vor Inflation, zu hohem Lohnwachstum, monetär, also rein nominal, und das nicht einfach so schnell auf die Löhne wirkt, wie das in einem anderen Land beispielsweise wirken würde. Kommen wir noch mal zur Schweiz. Sie sagten, dass die Frankenstärke eigentlich so etwas sei wie eine Fitnesskur für die Wirtschaft. Aber ist das nicht auch ein bisschen ein Selbstbetrug? Weil es werden ja doch ständig Stellen verlagert ins Ausland. Es gehen Unternehmungen zu. Also es vielleicht unter dem großen Radar findet schon ein ständiger Wechsel statt, der mindestens in den einzelnen Regionen und von den Betroffenen nicht als Fitnesskur wahrgenommen wird, sondern als ein echtes Problem. Also das streite ich ganz sicher nicht ab. Und es ist ganz sicher so, für die Firma, die stark betroffen ist, ist es ein Desaster. Man kann es nicht anders sagen. Firmen, die sehr, sehr kleine Margen haben und dann gezwungen sind, mit einer 10%igen Aufwertung mit den Kosten nochmals runterzufahren, kann das das Todesurteil sein. Gleichzeitig ist gesamtwirtschaftlich ein Strukturwandel ja nicht nur wegen der Frankenstärke, sondern eben auch wegen ständiger technologischer Innovation. Und das ist nicht nur die Digitalisierung. Das ist etwas, was uns seit über 100 Jahren halt immer wieder begleitet, dass Fertigungsprozesse angepasst werden, dass Strukturen angepasst werden müssen. Und was die Frankenstärke auslöst, ist, dass in der Schweiz viele dieser Anpassungsprozesse ein bisschen schneller passieren als in einer geschützten in einem geschützten Umfeld. Man sieht das ja auch ein wenig, dass es oft viel länger dauert, bis sich die Binnenwirtschaft angepasst hat, weil die halt weniger stark dem Konkurrenzdruck aus dem Ausland ausgesetzt ist. Aber Sie haben vollkommen recht, für die einzelne Firma oder den einzelnen Mann oder die einzelne Frau, die die Stelle verliert, ist das ein schwacher Trost. Sie haben jetzt explizit diese Offenheit ja auch angesprochen, die ja auch ganz schlicht damit zu tun hat, dass die schweizerische Volkswirtschaft sehr klein ist. Weil sie so klein ist, muss sie sozusagen offen sein. Wenn man jetzt genau Gegenargumente hört gegen diese Offenheit und sagt, wir möchten eigentlich zumachen oder wir möchten mehr schützen, seien es Branchen oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, das würde ja sozusagen den Trost erhöhen. Aber wenn man ihnen folgt, genau, wäre das genau die falsche Maßnahme. Also die Schweizer Firmen sind nur deshalb noch kompetitiv mit diesen hohen Lohnkosten, weil sie einen großen Markt haben. Und wenn der große Markt wegfällt, dann fällt auch der große Vorteil weg. Und dann kann man noch so produktiv sein und noch so billig, also billig, relativ günstig produzieren in der Schweiz. Dann schafft man die Wertschöpfung nicht, die uns letztlich allen zugutekommt. Was meinen Sie jetzt explizit mit dem großen Markt? Also der große Markt ist die Welt. Okay. Es ist eben nicht nur EU, sondern es ist ständig wachsend Asien. Lateinamerika kommt auch immer mehr dazu. Wahrscheinlich wird auch Afrika dazu kommen. Der Markt ist die Welt. Und es ist einfach schlicht und einfach erstens nicht sinnvoll, zweitens auch nicht möglich, die Grenze einfach nur für die Importe zuzumachen und sagen, die Exporte dürfen raus. Das wäre auch dumm. Also wir profitieren ja letztlich auch davon, dass wir durch die Importe sehr viele Güter importieren können, die unser Leben einfacher machen, besser machen, produktiver machen. Gegen den schwachen Euro können wir schwerlich etwas machen, aber es gibt viele Stellschrauben, wo wir es selber in der Hand haben, wie gut es uns geht. Eine der Stellschrauben sind unsere Sozialwerke. Und dort wird besonders über eines im Moment diskutiert, das ist die AHV und die Alterssicherung. Wie beurteilen Sie die Reform, über die wir bald abstimmen werden? Ja, das ist ein heikles Thema. Nein, es ist ganz klar, die Altersreform hat zwei Komponenten, müsste zwei Komponenten haben. Das eine ist das Umlageverfahren, die AHV. Die wirklich in Schieflage gerät, relativ schnell oder eigentlich schon ist, wenn man so will. Also wir haben bereits jetzt in Erwartungswert sehr viel höhere Kosten
als was wir Einnahmen haben. Und das Zweite ist die berufliche Vorsorge, die eigentlich die einzelnen Versicherten selber aufbauen müssten und natürlich versichert auch für sich selber dann die Renten beziehen. Und beide sind in Schieflage. Die AHV, weil Einnahmen und Ausgaben nicht stimmen, zusammen mit der Demografie, und in der beruflichen Vorsorge, weil die Parameter vom Gesetzgeber, eigentlich versicherungsmathematische Parameter vom Gesetzgeber so gesetzt werden, dass die Leistungsversprechungen nur dann finanziert werden können, wenn man sozusagen auf die Jungen zurückgreift. Das System ist in großer Schieflage, sagen Sie? Ja. Und jetzt hat man aber eine Reform angepackt. Ich meine, wir sehen immer noch, seit 1995 ist ja nichts mehr passiert, seit der 10. AHV-Reform. Und jetzt hat man versucht, quasi alles in einem Bogen zu lösen. Und macht aber, Sie sagen, das haben das mehrfach sehr deutlich gesagt und geschrieben und zu Wort gebracht, macht man eigentlich genau das Falsche. Man baut das System nämlich noch aus. Also darf ich zuerst zur AHV etwas sagen? Weil die AHV hat heute implizite Schulden, die etwa 170% des Bruttoinlandprodukts, also der jährlichen Wirtschaftsleistung, umfassen. Also nur schon die impliziten Schulden. Dann müssen Sie noch kurz erklären, genau, was implizite Schulden sind. Wenn Sie alle versprochenen Leistungen zusammenrechnen, abdiskutiert, wenn Sie alle zu erwartenden Einkünfte zusammenrechnen und das miteinander vergleichen, gibt es einen Unterschied, der so groß ist wie 1,7-mal die jährliche Wirtschaftsleistung der Schweiz. Das ist sehr, sehr viel. Das ist dreimal oder viermal mehr als die Verschuldung der Schweiz als Ganzes. Jetzt der Vorschlag von Bundesrat Berset, der erste, der überhaupt in die Debatte kam, hätte dieses Defizit etwa halbiert. War immer noch nicht perfekt, aber immerhin halbiert. Und das Parlament hat es fertiggebracht, diese Differenz nur noch ganz minim zu reduzieren, vor allem mit höheren Einnahmen. Also die Steuern gehen hoch. Und weshalb ist das nur noch so wenig, also so klein die Differenz? Weil eben gleichzeitig noch die Leistungen ausgebaut wurden, ironischerweise als Kompensation für etwas, was gar nicht in der AHV passiert, sondern in der zweiten Säule. Also konkret ist es dieser 70-Franken-Zuschlag, den die Neurentner ab 2019 kriegen sollten. Der ist doch für unsere Jahrgänge ganz wunderbar. Genau. Der ist für unsere Jahrgänge wunderbar, aber es ist für zwei Gruppen der Bevölkerung nicht so wunderbar. Einerseits die Jungen, die das finanzieren müssen. Aber eigentlich eben auch die Alten, die jetzt schon über 65 sind, die ebenfalls nicht davon profitieren, aber gleichzeitig über höhere Mehrwertsteuern das auch mitfinanzieren müssen. Und was mich persönlich genauso stört wie dieser Zuschlag für eine Gruppe, der es ohnehin schon gut geht, ist der Bruch mit der Tradition der AHV, dass man alle gleich behandelt. Also wir hatten mit allen Reformen immer so, dass alle Rentner künftige oder die schon drin sind, gleich behandelt werden. Ich finde das gefährlich. Ich finde, das hat die schweizerische AHV ausgezeichnet im internationalen Vergleich. Wir haben keine speziellen Kassen für die Beamten, wir haben keine speziellen Kassen für die Lehrer, sondern es ist einfach immer genau das Gleiche. Und wer die Voraussetzungen hatte, kriegte immer genau die gleiche Rentenformel. Die wurde manchmal nach oben angepasst, bisher immer nach oben, aber es wurden alle jeweils gleich behandelt. Also man spürt, und es ist klar, und Sie haben es wirklich auch schon deutlich gemacht, Sie sind gegen diese Reform. Jetzt sagen ja die Befürworter oft auch, wir stimmen ja am 24. September darüber ab. Jetzt sagen die Befürworter ja ganz einfach, es ist eben seit über 20 Jahren nichts mehr passiert. Jetzt müssen wir einfach eine Reform machen, sonst stehen wir danach vor einem Scherbenhaufen. Ist das so? Und wie würde dieser Scherbenhaufen aussehen? Es ist klar, dass insbesondere in beruflichen Vorsorge die Dringlichkeit relativ hoch ist. Also es wird eine Rente versprochen,
die rund 20% zu hoch ist gegenüber dem, was die Leute auch über ihr Leben angespart sind. Das ist überhaupt kein Zweifel. Es ist auch kein Zweifel, dass die AHV saniert werden muss mit höheren Beiträgen, mit längerer Einzahlungsdauer und so weiter. Ich denke, der Hauptgrund, weshalb man so viel zusammen wirklich zusammengeschmissen hat, ist, weil die Politik Angst hatte vor den Stimmbürgern. Und man mindestens diejenigen, die am lautesten sind, auch ein bisschen eigentlich beruhigen wollte. Ob sich das auszahlt, weiß ich nicht. Das sehen wir am 24. September. Ich denke aber auch, wir dürfen nicht einfach aufgrund der Vergangenheit, dass etwas nicht geklappt hat, extrapolieren, dass eine Reform in der Zukunft nicht möglich sein wird. Es braucht es selbst für die Einführung der AHV braucht es 3 Anläufe. Und interessanterweise stellte sich ja damals insbesondere die Westschweiz, die jetzt am lautesten eigentlich für die AHV ist, gegen eine Einführung der AHV. Mit dem Umwandlungssatz wenig das Gleiche. Wurde mit 72% wurde die letzte Erhöhung abgelehnt. Aber seit diesem Zeitpunkt ist wahrscheinlich rund die Hälfte der Schweizer Bevölkerung in ihrer Kasse betroffen von Senkungen des Umwandlungssatzes, die eben dann umgesetzt werden können, wenn die Kasse Obligatorium und Überobligatorium zusammennimmt. Also ich würde sagen, die Hälfte der Bevölkerung weiß in der Zwischenzeit, dass die, also das wissen sie alle, aber die hat es selber erlebt, dass dieser Umwandlungssatz senken muss, um die zukünftigen Renten zu sichern. Und wenn man dann eine Abstimmung von 2010 als Kronzeugin nimmt für das, was wir in der Zukunft entscheiden müssen, ist das ein bisschen kurzsichtig. Also Sie würden sagen, wir müssen im September Nein stimmen und dann eine ordentliche Reform im nächsten Anlauf aufsetzen. Ich ringe ein bisschen mit deiner Empfehlung. Das wäre natürlich der Idealzustand, dass man sehr schnell nach einem Nein, wenn es ein Nein gibt, wirklich diese Baustellen angeht und vor allem die Baustellen mal schnell angeht, wo ich denke, ist der Konsens schon relativ groß. Beispielsweise bei der Erhöhung des Rentenalters der Frauen. Da erwarte ich nicht mehr eine Mehrheit dagegen, sondern das würde wahrscheinlich durchkommen. Und das ist bereits ein erster Schritt zu einer Entlastung. Aber wenn es die schnelle Wiederauflage der Reform nicht gibt, sondern es dann vielleicht eine Phase der Besinnung und der Neuausrichtung gibt, dann würden Sie schon sagen, dann wäre ein Ja zur Reform doch besser, damit man mal hineinkommt. Ich habe da 2 Seelen in meiner Brust. Merke ich, ja. Weil das eine mit dem Umwandlungssatz ist wirklich ein Problem. Und ich finde es auch nicht zeitgemäß, das Rentenalter der Frauen nochmals 5 Jahre wirklich bei 64 zu belassen. Das geht einfach nicht mehr, denke ich. Gleichzeitig habe ich aber auch Angst, wenn die Reform angenommen wird, dass das Nichtstun genauso lang wieder dauert, wie es jetzt schon gedauert hat. Dass man sich auch ein bisschen ausruht, dass nichts passiert. Aber wie gesagt, ich bin da, ich habe wirklich 2 Seelen in meiner Brust. Wenn ich jetzt extrapoliere von der Staatsbürgerin und Stimmbürgerin Büttler hin auf uns alle, muss man da sagen, dass die direkte Demokratie mit solchen Fragen, die uns alle ganz unmittelbar am Portemonnaie betreffen, vielleicht überfordert ist? Das ist eine schwierige Frage und auch damit ringe ich eigentlich. In den letzten Jahren oft durch den Kopf gegangen, das geht irgendwie nicht, man findet hier keine Mehrheiten. Gleichzeitig, wenn man zurückgeht, wir hatten immer wieder Abstimmungen, wo die Leute, die Stimmbürger, gegen die sofortigen Interessen, finanziell ihre sofortigen Interessen gestimmt haben, weil sie das Gesamtwohl der Volkswirtschaft
im Auge hat. Mindestlohn, 1-zu-12-Initiative und so weiter. Das sind alles Sachen, wo die meisten wahrscheinlich ganz kurzfristig profitiert hätten, letztlich sich aber dennoch für ein Nein entschieden. Und bei der Rentenreform kommt noch ein weiterer Faktor dazu. Die Alterung spielt ja nicht unbedingt gegen eine Rentenreform. Wir haben immer mehr Leute, die über 65 sind. Und die müssten eigentlich auch ein Interesse haben, dass es finanziell den Pensionskassen und der AHV gut geht. Und wenn man die Leute überzeugen kann, dass es auch in ihrem Interesse ist, tatsächlich Reformen anzugehen, dann wären im Prinzip auch Mehrheiten zu gewinnen. Also wenn ich Ihnen jetzt noch mal auf der anderen Seite zuhöre, dann würde ich sagen, trauen Sie eigentlich den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern mehr zu, als die Politikerinnen und Politiker es Ihnen zutrauen. Und gleichzeitig werfen Sie den Politikern fehlenden Mut vor. Also die müssten eigentlich entschiedener vorangehen und sagen, hört mal, da brauchen wir jetzt wirklich eine anständige Reform, damit dieses Werk noch mal so lange hält, wie es schon gehalten hat, damit quasi wir eigentlich wirklich ein solides Fundament haben. Aber genau das geschieht eben nicht. Das sind so drei Sachen. Also nüchtern, einfach von Mehrheiten, denke ich, es müsste zu gewinnen sein. Dann habe ich natürlich auch meine tiefe Überzeugung, ist, dass man den Stimmbürgern reinen Wein einschenken muss. Sonst funktioniert die direkte Demokratie wirklich nicht. Und das dritte Element, und da sind wir natürlich, da geht es uns eigentlich zu gut. Die internationale Erfahrung zeigt, dass Rentenreformen dann erfolgreich sind, wenn das Land kämpft. Und insbesondere eben dieser Umstand kommt uns wahrscheinlich ein bisschen in die Quere. Genau weil es uns so gut geht, ist die Dringlichkeit von Reformen nicht so augenfällig. Also wir müssten eigentlich warten, bis wir wirklich mal in eine Krise schlittern oder sozusagen die Rechnung der AHV so schlecht aussieht, dass sich die Politik gezwungen fühlt, wirklich etwas zu tun, was einschneidend wäre. Also ich möchte das eigentlich Fall. Nicht. Nein, natürlich wünschen wir uns das nicht. Aber, aus der Erfahrung, die internationale Erfahrung ist so. Ja. Und ein schönes Beispiel ist Italien, das in den Krisen der 90er Jahre fertiggebracht hat, das Rentensystem so auf die Füße zu stellen, also wenn sie jetzt wirklich nicht noch etwas ändern populistisch, das Rentensystem ausfinanziert ist. Als eines der ganz wenigen Länder weltweit. Die waren so schlecht dran, dass sie gezwungen wurden, sehr viele Reformen gleichzeitig zu machen und haben dann auch noch den, also eigentlich kein Trick oder eben kein Trick, natürlich die Änderungen nicht ab morgen gemacht, sondern erst ab in 7-8 Jahren. Und wenn mich eine Änderung noch nicht beißt heute, bin ich eher bereit, ihr zuzustimmen, als wenn sie morgen wirkt. Sie sind Professorin an der Universität St. Gallen. Sie sind gleichzeitig Bankrätin bei der Schweizerischen Nationalbank. Sie sind Verwaltungsrätin in zwei Industrieunternehmen. Sie publizieren regelmäßig in der NZZ am Sonntag. Und Sie betreiben mit zwei Kollegen einen Blog. Und auf diesem Blog und in Ihren öffentlichen Auftritten versuchen Sie ja immer wieder genau diese Dinge zu erklären. Sie versuchen immer wieder den Leuten beizubringen, hört mal, da wird es schwierig, darum wird es schwierig, das ist der Grund dazu. Versucht das zu verstehen. Woher kommt diese Motivation von Ihnen als Ökonomin so stark, das in die Öffentlichkeit zu vermitteln? Wahrscheinlich, weil ich eine Spätzünderin bin. Ich habe ja erst mit 30 angefangen, Volkswirtschaftslehre zu studieren. Und eigentlich in der Überzeugung, dass ich nach einem Mathe- und Physikstudium und auch vielen Jahren Arbeit etwas machen will, was auch mit öffentlichen Aufklärung zu tun hat. Mich hat die Wirtschaft, also Volkswirtschaftslehre, immer fasziniert. Mir hat die Politik immer fasziniert. Und mir waren diese technischen Fächer dann irgendwann mal zu alleine, zu einzelgängerisch. Und ich finde das Schöne auch an der Volkswirtschaftslehre, dass sie eben sehr viele Bereiche des Lebens betrifft, dass sie auch so vielfältig ist. Und wir haben, denke ich, mindestens die Alten unter den Professoren auch die Aufgabe, eben zu erklären, aufzuklären. Aber ist es nicht eigentlich eine Profession, die einen sehr unzufrieden macht? Denn die
Ökonomie warnt immer wieder vor gewissen Fehlentwicklungen, wie Sie bei der AHV. Und dann halten sich die Leute doch nicht dran. So warnt die Ökonomenzunft immer wieder davor, vor Bürokratisierung, vor einem Zuwachs der Regulierung. Und dennoch sehen wir, dass von Jahr zu Jahr die Zahl der Beschäftigten beim Bund weiter steigt. Also es hört offensichtlich niemand so richtig auf Sie. Ja, wissen Sie, Herr Goyer, vielleicht wäre es noch viel schlimmer ohne uns. Es fehlt da irgendwie ein Counterfactual, wissen Sie nicht. Ich bin überzeugt, dass man auf uns hört. Ich bin vor allem in der Schweiz überzeugt, dass selbst die Politik auf die Wissenschaftler hört. Und ich bin eigentlich in dem Sinn auch, natürlich, Sie haben vollkommen recht, wir sind immer wieder Warner in der Wüste. Aber es gibt immer wieder Punkte, die aufgenommen werden von der Politik, die wirklich gehört werden, die das Argumentarium, auch in das Argumentarium eindringen. Und es ist klar, es gibt die Idealwelt, wird es nie geben. Die Idealwelt hängt nicht nur von Ökonomen ab, sondern auch von Präferenzen der Leute. Und die sind nicht immer ökonomisch, das ist ganz klar. Man muss auch sehen, es ist nicht alles so negativ. Der Schweiz geht es gut, es geht immer mehr Entwicklungsländern sehr viel besser. Also wir können nicht nur Negatives vermelden, sondern sehr viel Positives. Wenn wir konkret bei der Schweiz bleiben, ein Thema ist immer wieder Bürokratisierung, Regulierung. Es ist eigentlich einer der großen Vorteile der Schweiz, dass die Steuerquote so niedrig ist, dass wir nicht einen so starken Staat haben. Und dennoch, wenn man sich anschaut, im Zeitraum von 2007 bis 2015 hat die Zahl der Bundesangestellten um 10% zugenommen. In einzelnen Departementen, zum Beispiel im UVEC von Frau Leuthardt, um sage und schreibe 30%. Da kommt man dann schon ins Grübeln, wie sehr allgemeine Grundsätze und Prinzipien, die wir für richtig halten, dann in der praktischen Politik eingehalten werden. Ich denke schon, dass wir ein Auge werfen müssen auf die Regulierung und auf die Bürokratisierung gewisser Bereiche. Aber es betrifft schon nicht alles. Ich möchte hier auch noch etwas Positives vermelden. Kaum ein Land hat so eine effiziente Bürokratie, weil gerade wenn es um Steuern geht, wenn es um ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie einen neuen Pass wollen, wo geht es so einfach wie in der Schweiz? Es sind viele Bereiche der Bürokratie, die wirklich super funktionieren und die auch wirklich Mehrwert leisten. Und es ist klar, man muss die zuerst, man muss die isolieren, die eben nur Regulierung produzieren und nicht einen Mehrwert für den Bürger. Aber ich bin da zu wenig nah, um Ihnen jetzt sagen können, da müssen wir reinhaken und da ist es gut. Aber Sie teilen die Diagnose als Ganze schon? Ich teile die Diagnose. Jetzt auch als Verwaltungsrätin beispielsweise, sind Sie ja in Unternehmen damit konfrontiert. Die Regulierungen haben eindeutig zugenommen. Und was den meisten Firmen zu schaffen macht, sind nicht die großen Regulierungen, sondern halt die Mikroregulierung. Wenn ich zurückgehen darf auf die berufliche Vorsorge, die Idee wäre eigentlich gewesen, ein Rahmengesetz zu haben. Und in der Zwischenzeit haben wir kein Rahmengesetz mehr, sondern wird alles detailliert gelistet, was, wo, wie zu machen ist. Und wir möchten natürlich Regulierung, wenn es beispielsweise um die Flugzeuge geht oder um den Zug oder um Seilbahn. Aber in der beruflichen Vorsorge, wo die Sicherheit wirklich betroffen ist. Aber wir haben irgendwo das Maß verloren bei gewissen Regulierungen, die eben nicht direkt die Sicherheit betreffen und die von den Betroffenen, beispielsweise den Kassen, besser gelöst werden können als von Beamten, die viel zu weit weg sind. Es ist eigentlich ein hartes Urteil zu sagen, wir haben das Maß verloren. Und wir Schweizer äußern ja auch immer wieder Unbehagen im Kleinstaat, wie der Titel eines früher sehr bekannten Buches lautet. Einige dieser Gründe für das Unbehagen haben wir heute analysiert. Eine ehrliche Antwort oder eine ehrliche Analyse ist zugleich sicherlich der beste Weg, um eine Lösung dieser Probleme zu finden. Liebe Frau Büttler, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Dank Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind, am 27. August
bei NZZ Standpunkte. Unser Thema: die deutschen Wahlen von Ende September.